Und auch heute bin ich für euch mal wieder in Berlin unterwegs. Und zwar besuchen wir heute C. Bechstein im Berliner Stilwerk. Dranbleiben! Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo! Hallo, Non-Eric. Schön, dass du da bist. Jo, freue mich auch schon. Willkommen bei Bechstein. Boah, sieht ja wirklich beeindruckend aus bei euch. Ja, hier steht einiges rum an Konzertflügeln. Das ist euer Showroom. Das ist der Showroom in Berlin im Stilwerk. Da ist auch jeder herzlich willkommen und darf sich mal die Welt der akustischen Instrumente einverleiben. Doch, das ist sehr schön. Wir stehen hier zum Beispiel vor einem der, grandiosesten Konzertflügel, die so im Moment gebaut werden. Das ist der C. Bechstein D282. Und den haben wir gesampelt. Oh, okay, super. Ja. Na, da bin ich ja auch für hergekommen, ne? Das ist das gute Stück aus der Nähe. D282, genau. Okay. Das gibt in etwa die Länge des Flügels an. Dafür stehen so diese Zahlen häufig. Mhm. Und das ist schon ein ziemlich mächtiges Musikinstrument. Ja, das ist auch mächtig teuer, sehe ich gerade. Ja, ne? Sich andere einen Tesla für, ne? Absolut. Und selbst zur Miete 2738 Euro. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, du warst für meine Zuschauer, du kennst ja Musotalk TV. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen Overproduction und einen geilen Flügel aufzunehmen? Da haben wir gedacht, daran müssen wir arbeiten. Das war schlau. Ja, dann genau. Zeig mal, was du mir zeigen möchtest. Ja, dann gehen wir rüber. Da haben wir mal was vorbereitet. Da schau, das ist einer unserer kleinen Modelle, das ist ein Bechstein B. Das ist der B160. Du siehst also, der ist also eine Nummer kleiner. Und aber das, worum es heute geht, ist hier drauf. Da haben wir unser C. Bechstein Digital Grand. So haben wir es getauft. Ist jetzt erhältlich für Macs und PCs. Mhm. Ein Demo von einem Pianisten gespielt, vielleicht am besten mal. Ich werde unseren Konzertpianisten, den wir im Studio dabei hatten, spielen lassen. Okay. Und das ist auch nicht hier drunter, ne? Nein. Der wird auch nicht mitgeliefert. Nein. Der hat uns Referenzaufnahmen einfach, damit wir uns so ein bisschen orientieren können, eingespielt. Und das ist das, was wir jetzt hören. Das ist aber jetzt Audio. Das ist jetzt Audio. Genau, okay. Das ist das tatsächlich auch das. Warum drei Spuren? Das ist das Mitte- und Seitensignal. Das sind diese MS-Mikrofone. Und ich schalte mal um während des Betriebs auf unser Sample. Oh. Mm. Ja. Super. Und das ist jetzt genau dieses Modell? Das ist ein Sample genau dieses Konzertflügels, den wir da vorhin... Nicht dieses Exemplars, nicht aber dieses Modell. Dieses Modell, nur exakt nicht diese Seriennummer. Genau. Es war sehr schön, wir haben bei den Aufnahmen wirklich aus den Vollen schöpfen können. Wir haben rund ein halbes Dutzend dieser D-Flügel zur Auswahl gehabt. Oh. Und haben uns dann den für Sampling flexibelsten rausgeholt. Die klingen alle unterschiedlich. Das weiß man vielleicht nicht so, wenn man da in dieser Klavierwelt nicht so drin steckt. Aber trotz desselben Modellnamens und desselben Instrumentenbaus natürlich, klingen die aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und das hängt mit dem Material natürlich zusammen, aber vor allen Dingen auch mit der Intonation. Das ist ein Fachbegriff. Das ist der, wenn du so willst, ist das so eine Art Synthesizer im Flügel. Du kannst tatsächlich hingehen. Das höre ich ja jetzt zum ersten Mal. Du kannst hingehen und kannst zum Beispiel durch die Art der Stimmung, aber auch durch die Art und Weise, wie du den Hammerkopf zum Beispiel bearbeitest. Vielleicht können wir uns das gleich mal anschauen, wie das im Detail aussieht. Durch die Härte des Hammerkopfes. Der wird bearbeitet, die werden gebügelt, die werden weich gemacht, die können auch gehärtet werden mit einem bestimmten Harz. Und dadurch kannst du gezielt Einfluss nehmen auf die klangliche Entwicklung
jeder einzelnen Seite, also jedes einzelnen Tons. Hämmer und ganz viele Seiten drin. Das ist ja dann. Und dadurch wird es auch so komplex wahrscheinlich vom Sound her. Ne? Richtig. Gut, also ein gesampelter Flügel, der muss ja auf jeden Fall auch wahrscheinlich über diese ganzen, ich sag mal, Non-Linearitäten verfügen. Ja. Wie habt ihr das denn realisiert? Also wie viele Samples zum Beispiel habt ihr für die Taste? Also wie aufwendig, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr einfach ganz stur jetzt jede Taste unterschiedlich ganz angeschlagen genau. und ganz alle genau. aufgenommen? Ja, das ist tatsächlich, ganz einfach formuliert ist es das sogar. Mhm. Also wir haben das ganze Konzept, was hinter dem Digital Grand steht, ist rund anderthalb Jahre gereift. Mhm. Und ein Teil des Ansatzes ist es natürlich, über die Masse einfach an Samples zu gehen. Also wir haben an die 2 Terabyte alleine Rohmaterial aufgenommen. Wir waren über 3 Wochen im Studio, übrigens hier in Berlin, im Teldex auch, und haben Tag und auch Nacht aufgenommen. Oh, okay, cool. Ja, und haben Zehntausende Samples aufgenommen. Die landeten jetzt nicht alle in der Software, denn die Auswahl der Samples, die dauerte Monate, und wir haben also sehr genau ausgewählt, was wir in der Software haben möchten. Ich kann dir das auch gerne zeigen. Ja, du kannst. Mir würde es auch mal Spaß machen, wenn du das mal kurz anspielst. Ja, sehr gerne. Also mal so ein Flügel hört man auch mal gerne, ne? Auch der klassische Keyboarder. Mhm, ja, das heißt, der Keyboarder, der klimpert. Mhm, okay. Wenn du gestattest, lasse ich dir. Jetzt noch eine Frage jetzt dazu. Also, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so gut geschlafen hat und nicht aufgepasst hat, könnte man jetzt schon fast das Gefühl, ich habe schon mal geguckt, ob du nicht das Ding spielst. Ne? Also das ist schon mal Lob vorweg, aber dann warte, was da noch kommt. Okay. Und weil das ist ja tatsächlich ein modifiziertes Gerät. Genau, ne? Richtig. Ein MIDI-Ausgang. Ja. Korrekt, hier genau. Ne? Liebe Zuschauer. Das darf man gar nicht vergessen. Ja, man übersieht's gerade du spielst eben. Das hier so, und erstmal war ich auch ein bisschen verwirrt, weil das klingt wirklich so echt. Ganz, dass man hier in dem Raum schon Schwierigkeiten ganz kriegt, so neues Pechstein, ja gar nicht. Im Digitalbereich, wenn man so will, haben wir schon seit längerem diese Systeme zur Modifizierung unserer Flügel. Mhm. Also die meisten Instrumente, die wir verkaufen, werden heute, ob es Klaviere sind oder Flügel, werden mit einer Modifizierung ausgestattet, damit die Menschen natürlich zu Hause hingehen können, über Kopfhörer spielen. Ja, und du hast dann auf der Unterseite hier so einen kleinen Hebel, wenn man den dann umlegt, so, dann kannst du die Hämmer ja dann natürlich dann auch wieder auf die Seite treffen. Okay, jetzt musst du aber wieder umschalten, sonst ist es ja gefuscht. So ist es. Ja. So, na, jetzt haben wir das und jetzt haben wir tatsächlich wirklich nur die Okay, dann lass uns jetzt mal über das Plugin reden. Ja, steigen wir mal. Was ich jetzt schon weiß, weil man es erkennen kann, ist, ihr arbeitet mit dem Contact Player. Richtig. Das ist also auf Basis von Native Instruments Compact Player mit euren Samples. Mhm. Habt ihr das selber da integriert oder wurde das von Native gemacht? Nein, das haben wir selbst gemacht und über einen doch sehr langen Zeitraum. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht über das Thema Usability. Wie kann man so ein Softwareinstrument intuitiv und vor allen Dingen auch in diesem DAW-Einsatz hier, für den es gemacht ist, für den es gedacht und gemacht ist, am besten einsetzen. Wir bewegen uns ja auch in einem Umfeld, in dem es tatsächlich ja auch schon das ein oder andere Software-Klavierinstrument gibt. Mhm. Und wir haben überlegt, was können wir tun, um das Ganze halt sinnvoll zu machen. Okay. Größtes Unterscheidungsmerkmal, vielleicht das vorweg, ist natürlich, ist es ein Bechstein. Genau. Ja, es ist tatsächlich, das klingt jetzt so profan, aber es gibt da gar nicht so viel. Also meisten Instrumente, die man da draußen hört, die kommen halt eben aus Asien oder aus USA. Da gibt es auch 2 große Anbieter von Konzertflügeln. Und die werden sehr, sehr gerne genommen. Und da gibt es halt eben schon unglaublich viele Aufnahmen. Das ist ja bei den Elektropianos ähnlich. Ne? Da gibt es einen Rhodes, da gibt es einen Wurlitzer und so. Das sind beides E-Pianos, aber man spielt dann das Wurlitzer, weil es eben ein deutlich anderes
E-Piano ist und ich stelle mir das vor, dass das bei einem Flügel so oder meinem Klavier ähnlich ist. Genau. Ne? Du hast also wirklich genau, wie du den Unterschied bei den unterschiedlichen Flügelherstellern hörst, hörst du ihn halt eben natürlich auch bei den Bechstein. Bechstein hörst du auch raus. Der hat halt einen sehr prägnanten Klang. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er in diesem sogenannten Pianissimo-Spiel, also dieses ganz, ganz zarte, da bleiben die Töne einzeln erkennbar. Mhm. Und das war auch im Sampling eine Herausforderung. Wow, okay. Cool. Siehst du, ich habe dir das mal aufgeklappt. Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir da veranstaltet haben. Diese kleinen Kästchen, die du hier siehst, das sind in Kontakt-Speech, sind das die einzelnen Zonen. Ja? Und hinter jeder dieser einzelnen Zonen, in jeder dieser kleinen Schubladen, hängt also ein einzelnes Sample. So, ja. Und das übrigens auch in wirklich in voller Länge, wenn du hier unten mal guckst, hier in so einem Anschlag, der den unteren Tasten hier entspricht. Da können wir jetzt gerade, wie ich sehe, gar nicht zoomen, aber die Anzahl der Samples, also die Sample-Länge, die geht weit über eine Minute. Wir reden hier von Stereo immer, ne? Wir reden natürlich, von Stereoaufnahme, aber auch da tatsächlich, schön, dass du es ansprichst, eine Besonderheit. Ich zeige mal direkt eine dieser Tabs hier in der Software, die wir haben. Und ich fange mal so für das an, was so vielleicht noch am verständlichsten in der Toningenieur-Audio-Welt ist. Das ist nämlich diese Seite. Da siehst du hier einen Regler mit Side, ist der hier benannt. Und wenn du den Signalweg nach unten mal so ein bisschen weiter verfolgst, dann siehst du, hier splittet sich das so auf. Wir haben also eine Mitten- und eine Seiten-Signalseite. MS. Ja? Genau. Und das haben wir hier gemacht. Und ich glaube, da sind wir auch die Ersten, die das bei einem Konzertflügel gemacht haben. Du kannst also wirklich von einem ganz furztrockenen Monosignal, ich spiele das mal an. Ist jetzt also wirklich genau aus der Mitte. Entschuldigung, da muss ich den auch noch rausnehmen. Jetzt haben wir es ganz mittig. Kann ich hingehen und den Regler hochziehen. Überdrehe das jetzt mal ein ganz kleines bisschen. Okay. Und dann hörst du, wie das aufgeht. Und das Tolle daran ist, dass du das halt wirklich echt in deinen Mix integrieren kannst. Das funktioniert unheimlich gut. Du kannst im Arrangement kannst du hingehen und also du hast häufig bei Softwareklavieren hast du einfach ein bisschen zu viel des Guten. So, das meine ich. Die wollen halt, genau. die stehen halt immer gerne im Vordergrund. Das Bechstein Digital Grand kann das auch. Ja, aber das kann sich auch sehr, sehr bewusst extrem zurücknehmen. Okay, alles klar. Gut, dann habt ihr, das ist im Prinzip so die Mikrofoneinstellungen, in Anführungsstrichen. Ja, nee, das ist diese eine Mikrofonposition, die wir da haben. Die ist frontal aufgenommen, so ungefähr von hier, so aus der Hörerperspektive. Und wir haben noch weitere Mikrofonpositionen. Wir haben einmal das Ganze von der Seite aufgenommen. Damit meine ich jetzt nicht das mit Side-Signal, sondern wirklich von der Seite, aus der Zuschauerperspektive. Ganz klassisch. Und das kann ich das Mischverhältnis da. Das könntest du auch mischen. Diese Kontaktinstrumente kannst du in so ein sogenanntes Multi reinpacken. Ach, das ist ein einzelnes Instrument. Das sind einzelne Instrumente. Ja, alles klar. Okay. Warum, erzähle ich auch gleich nochmal gerne, aber die sind wirklich getrennt. Mhm. Ja? Und dann haben wir das Ganze nochmal aus der Perspektive, so ungefähr von hier, ganz recht nah über den Seiten. Das ist die Top-Position. Mhm. Und das war's. Das ist auch so ein Grundgedanke, den wir hatten ganz am Anfang bei den Aufnahmen. Standen wir natürlich vor der Frage, wie nimmst du jetzt auf? Nimmst du über ein Mikrofon-Array auf, was heute auch gerne gemacht wird, ja, wo du irgendwie im Raum noch ganz viel verteilst und haufenweise Mikrofone und guckst in der Postproduktion, wie du dann den optimalen Sound hinkriegst. Mhm. Und wir sind völlig minimalistisch und da ganz anders rangegangen. Wir haben uns ganz am Anfang Gedanken darüber gemacht, wie soll es klingen?
möglichst authentisch natürlich. Ja, ja, ja. So, und wie kriegen wir das hin? Und haben dann eigentlich nur diese drei Mikrofonpositionen aufgenommen. Die ich ja dann praktisch selbstständig mischen kann, die indem ich mehr mischen. Layers mache mit genau. den drei Instrumenten ja. und die dann entsprechend auch wenn unabhängig du das, wenn du das möchtest, und bearbeiten. Wenn du es möchtest. Und also ich muss sagen, in unseren Demo-Produktionen, die wir so gemacht haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich gar nicht nötig ist. Mhm. Ja, weil jedes Mikrofonsignal für sich genommen ja, doch nahezu perfekt ist. Na gut, also lass uns mal schauen, was wir sonst noch Interessantes haben. Was gibt's noch? Also mit Zeitregelung, du siehst hier so Kompressor- und Equalizer-Einstellungen, das macht total Spaß. Du kannst also wirklich das Mittensignal, darf ich das so sagen, in die Fresse kommen lassen. Mhm. Ja, und das Seitensignal ein bisschen zurück oder umgekehrt, dass das Seitensignal sehr breit ist. Cool. Und dann haben wir hier, das ist tatsächlich ein viertes Mikrofon. Pärchen, was wir aufgestellt haben, das ist der Aura-Regler. Der nimmt tatsächlich so ein bisschen das auf, was so um das Instrument direkt drumherum passiert. Mhm. Wir haben ganz bewusst keinen Raum aufgenommen, also kein klassisches Raumsignal. Wir haben fuchtstrocken aufgenommen, ja? Weil du in der DAW das selbst bestimmen können sollst. Ja, das finde ich auch eigentlich eine gute Entscheidung. Also ich finde das immer so gar ein klein bisschen störend, wenn man sich dann noch mit Ambient-Effekten so rumschlagen muss, die dann und selbst, wenn's gleich auf allen Presets noch drauf sind. Ja. Weißt du? Und ich sage ja, ich habe ja mein Lieblings-Plugin und weiß auch genau, wie das funktioniert, würde ich ja dann da auch einsetzen. Finde ich eine gute Entscheidung. Ja, das kannst du hier machen, ganz nach Belieben. Und wer will, der kann hier auch über diesen Stage-Regler sich dann auch noch ein bisschen eingebauten Hall drauf tun. Das ist für die Leute, die es in der Standalone-Version von Kontakt nutzen, die also jetzt nicht in Logic, Pro Tools und Co. unterwegs sind, ne? Okay. sondern die halt sowas dabei haben möchten. Diese Seite hier, die so schön kunterbunt reinschaut, die ist besonders spannend für die Leute, die wirklich an den Klang der einzelnen Seite arbeiten möchten. Denn das haben wir auch gemacht. Du kannst hingehen und kannst, ich mache das mal hier über das Keyboard von Native Instruments, du kannst hingehen und dir einen einzelnen Ton rausnehmen und kannst dann über einen der Regler hier ganz gezielt auf zum Beispiel das Obertonverhalten dieser einzelnen Taste eingehen. Ich mache mal ein Extrembeispiel. Ich drehe das mal runter. Mhm. Und selbst wenn du da jetzt gar nicht ganz so viel gehört hast, ja, dann wirst du in der Produktion feststellen, hey, das reicht aber. Ja. Mhm. Alle diese Parameter sind ganz bewusst sehr subtil ausgelegt. Ja. Du hörst es meistens erst dann, wenn du es ausschaltest, wenn du mal einen Gegenvergleich machst. Das kannst du hier machen, da gibt es dann für jede einzelne dieser Funktionen, gibt es dann halt so einen Bypass. Kann ich ja doch meinen eigenen Bashstein quasi ein wenig einstellen, zumindest zurecht ein individuelles einstellen. Plugin. Genau. Sozusagen. Ganz kurz gezeigt, was du hier machen kannst. Mhm. Bass, diese roten hier, die beeinflussen den Grundton der Seite. Mhm. Ja, also wirklich so diese Grundtönigkeit. Wird dann jetzt etwas dünner klingen und jetzt etwas fetter. Ja. Die Partials, das sind diese gelben hier. Die hast du hier, das sind wirklich die Obertöne. Mhm. Und wir sind wirklich hingegangen und haben analysiert, zu welcher Taste, zu welcher Note gehören welche Frequenzen, wie macht das Sinn? Okay, das bedeutet ja mal, sag mal jetzt in der Praxis, ich habe jetzt was aufgenommen und dann kann ich ja, beim Gitarristen heißt es Reamping, ja. kann ich hier Reconstruction machen von eurem Flügel und dann sagen, okay, irgendwie, es kommt noch irgendwas, es säuft mir hier noch irgendwo ab. Dann kann man auch hier reingehen und versuchen, das wird dir gelingen. Alles klar. Das hat Monate gedauert. Das ist alles einzeln. Wir haben jede einzelne Note angehört, angeschaut, analysiert, geguckt, wo steckt die nachher im Sampler drin. Ja, das ist schon, übrigens für jedes Mikrofonsignal einzeln. Okay. Das hat gedauert. Und als das dann nachher so vor uns stand, und wir das dann ausprobiert haben, hatten wir natürlich schon ein wenig Schweiß auf der Stirn stehen und haben überlegt, ist das jetzt so, hat das funktioniert? Hm. Ja, und das hat es. Okay, cool. So, was haben wir jetzt noch an wichtigen Sachen?
Bevor wir zum Preis und zum Lieferumfang kommen. Ja? Die wichtigen Sachen, einige wichtige Sachen verstecken sich hier. Auf den ersten Blick sehen die gar nicht so wichtig aus. Das sind die Lautstärken, zum Beispiel der Pedalgeräusche, der Tastengeräusche. Also jede Taste macht ja natürlich auch ein einzelnes, macht für sich ja auch so ein hölzernes Geräusch. Genau. Das ist alles im Stereopanorama verteilt, einzeln aufgenommen. Du hast hier sogenannte Velocity-Kurven, die du hier regeln kannst. Aber du hast so ein paar wirkliche Perlen. Das sind hier Color, Resonance Color und Depth. Damit kannst du dieses chaosartige Schwingen der Saiten dann auch nochmal einzeln steuern. Ja. Okay, jetzt müssen wir irgendwann mal da zu den zwei Themen kommen. A, wann gibt es das? Ab sofort. Wie viel Disk Space brauche ich denn, um das zu installieren? Lass mich raten. Einiges. Unter 100? Unter 100. Unter 100 Gigabyte, ja. Über 50? Ja, über 50. Okay, genau. Du hast dann fast 75. Ja, genau. Das ist etwa so, also knapp 80 Gigabyte ist der Speicherbedarf. Aha. Ja, für ihr habt aber mehrere Presets auch, ne, in der Library. Ja. Du hast gesagt, die drei Mikrofone kommen separat. Ne? Das genau. sind dann einzelne Instrumente. Genau. Das Ding ist. Läuft wahrscheinlich mit dem kostenlosen Kontaktplayer. So ist es. Den kann ich dann runterladen bei Native genau. Instruments, euer Ding kaufen. Kommt das auf DVD oder wie? Download. Download, 70 Gigabyte, ja, 50 Gigabyte. Oh, nein, aber ja. tatsächlich, wenn ihr das bei deiner nein. Leitung möglicherweise zu lange dauert, das gibt es ja tatsächlich nach wie vor noch. Ja, auf jeden Fall. Kannst du es auch auf SSD bestellen? Mhm. Da gehen wir hin und liefern das Ganze auf einer SSD, bei der wir auch wissen, hey, die funktioniert. Mhm. USB 3 SSD, die schnell genug ist, liefern wir das Ganze aus. Wenn ich mich mal kurz runterbücke, ich habe sie nämlich angeschlossen, dann ziehe ich dem System das mal eben weg. Das ist es. Ne? So, darauf kannst du es dann, von da kannst du es direkt spielen. Ne? Du kannst es anschließen. Ach, auch direkt und, spielen. Genau, du kannst dann, es gibt dann ja in Kontakt diese Ad-Library. Ja, das kostet ein bisschen extra. Also wir haben Selbstkostenpreis von den Teilen, inklusive Versand mit allem drum und dran. Wir haben noch gar nicht über den Preis gesprochen. Ne? Nö, verdrängen wir doch immer. Verdrängen wir doch, genau. Die Zuschauer interessiert es ja wahrscheinlich. Ja, klar. Ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf. Ich glaube, 249 ist... ohne Disk. Genau, und 349 mit Disk. Genau. Okay, das ist nur 100 Giga oder was? Ja, ungefähr, genau. Also du hast noch 120 in dem Fall. Du hast also noch ein bisschen was drauf. Kannst also den andere Teile deiner USB 3.0 auch gerne dran drauf kopieren. Genau, und ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Tschüss.